In diesen Tomatenkisten liegen Knochen von Germanen. 40.000 Skelette hat man gefunden, allein in Deutschland. Wissenschaftler legen ihre Gräber frei, sortieren die sterblichen Überreste und beginnen zu forschen. Erst wird gemessen, gezeichnet und katalogisiert. Dann werden die Knochen in ihrer Substanz chemisch analysiert und mit anderen Funden verglichen. Am Ende wissen wir genauer, wie diese Menschen aussahen und wie sie lebten. In ihren Jugendjahren etwa aßen sie häufig Fleisch. Kaum waren sie erwachsen, da fielen ihnen die Zähne aus. Wer über 30 Jahre alt wurde, musste sich deshalb von Brei ernähren bis an sein Lebensende. Die Germanen starben früher als die Menschen heute. Schon einfache Verletzungen führten zum Tod. Am schlimmsten aber waren schlechte Ernten. Der Hungertod bedrohte Jung und Alt. Wenn alle Untersuchungen beendet sind, wandern die Schädel in den Keller. Diese Geschöpfe trieben schon zu Lebzeiten von Ort zu Ort. Es sind Menschen aus der Zeit der Völkerwanderung. Sie lebten ständig in Angst. Um ihre Götter zu besänftigen, opferten sie in heiligen Hainen Rinder, Pferde, Hirsche und sogar Menschen. Rastlos zogen sie umher. Zwischen dem 4. und dem 7. Jahrhundert wälzten sich Völkermassen aus dem Norden und Osten über den europäischen Kontinent. Es gab für sie keine Grenzen. Sie überfluteten alle Länder, mordeten und raubten und hinterließen weite Gebiete in völliger Verwüstung. In dieser Zeit zu leben, hieß, Krieg zu führen. Ganze Völker gingen zugrunde. Alte Ordnungen zerbrachen. An ihre Stelle trat das Chaos. Die Menschen fühlten sich verlassen und waren verzweifelt. In einem unbeschreiblichen Durcheinander wurde die europäische Kultur geboren. Das Abendland. Die Germanen sehnten sich nach dem Reichtum des Südens. Dort erstreckte sich über alle Küsten des Mittelmeeres das römische Imperium. Fruchtbarer Boden brachte reiche Ernten hervor. Niemand musste hungern. Für die Germanen war dieses Reich ein Traumland, in dem Milch und Honig flossen. Und es war wenig geschützt. Denn die Römer hatten ihre alte militärische Kraft verloren. Goten und Vandalen durchbrachen die Grenzen nach Süden. Ihr Ziel war Rom, die glanzvolle Hauptstadt mit ihren goldgeschmückten Palästen. Beute gab es hier in Überfluss. Auf dem Forum Romanum feierten die Barbaren ihren Raubzug durch die Stadt. Jubelnd ritten sie unter diesem Triumphbogen hindurch. Immer neue Kriegerscharen drangen nach Süden vor. Sie plünderten und verschwanden wieder. Dauerhaft zu herrschen gelang nur den Langobarden. Ihre alte Heimat war Skandinavien. Noch im Dunkel der Vorzeit verließen die Langobarden ihre Wohnsitze und wanderten nach Süden auf das europäische Festland. Um Christi Geburt erscheinen diese Germanen an der Unterelbe. 400 Jahre lang leben die Langobarden hier als Bauern. Sie ernähren sich von Brei und Brot. Dann ziehen sie weiter nach Ungarn. Nun essen sie Milch, Butter und Fleisch. Aus Bauern sind stolze Viehzüchter geworden. Im 6. Jahrhundert stehen Abgesandte der Langobarden vor den Mauern Konstantinopels. Konstantinopel, das heutige Istanbul, ist die Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Die Langobarden wollen auskundschaften, ob man diese an Schätzen überquellende Stadt angreifen solle. Die Germanen blicken auf die größte Kuppelkirche aller Zeiten, die Hagia Sophia. Wie das Himmelsgewölbe selbst erhebt sich fast schwerelos die mosaikgeschmückte Kuppel über Wänden aus buntem Marmor und über reich verzierten griechischen Säulen.
In dieser Kirche verehren die Menschen ihren Kaiser wie einen Gott. Die römische Macht im Westen ist bereits vergangen, aber hier in Konstantinopel lebt das Römertum weiter. Und die besten Soldaten schützen ihre Hauptstadt. Die Langobarden wollen kein Risiko eingehen und sehen von einem Angriff ab. Sie ziehen weiter nach Italien. Auch hier lockt reiche Beute. Und die Bevölkerung Italiens ist von den vielen Kriegen der Vergangenheit erschöpft. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts fallen etwa 100.000 Langobarden über das Land her und nur wenige Einheimische wagen es, sich zu wehren. Italien steht unter dem Schutz des oströmischen Kaisers. Im Laufe von 2 Jahrhunderten reißen die Langobarden fast alle Gebiete an sich. Warum sie Rom verschonen, ist nicht bekannt. Aber die germanischen Besatzer halten ihre Schwerter immer erhoben, bereit zum Todesstoß gegen die heilige Stadt. In Ravenna an der Adria residiert der Vertreter des oströmischen Kaisers. Auch diese Stadt hält den Langobarden nicht stand. In den Kirchen liegen die Einheimischen auf den Knien und rufen Gott um Erbarmen an. Die Eroberer lachen und höhnen. Statt dass sich die Männer der Stadt verteidigen, erflehen sie Hilfe vor einem Bild aus bunten Steinen, welch ein unwürdiges Dasein. Im Garten Eden betet der heilige Apollinaris für die Seelen der Menschen. Die Langobarden wundern sich, dass dieser Mann ins Paradies gekommen sein soll. Apollinaris war schimpflich mit einer Keule erschlagen worden. Das Paradies der Germanen hieß Valhalla und dort hinein kamen nur tapfere Krieger. Ich gehorta dat segen, dat si urhetun enon muotin, Hildibrand enti Hadobrand. Und daher, Juntuem, geruntun se ihre Gutamun, gurtun se ihre Schwert Anna, Elios Urbara, dosito dero hilt jurigen. Das ist die Welt der stolzen Langobarden. Der Adliger Hildebrand kehrt nach 30 Jahren heim nach Norditalien und findet von der Sippe nur noch seinen Sohn, Hadobrand, am Leben. Hadobrand aber glaubt seinen Vater längst tot. Er vermutet eine List und wirft dem Fremden Feigheit vor. Da muss der Alte den Kampf mit dem eigenen Kind aufnehmen, um zu beweisen, dass er wirklich der Vater ist. Er schreit seinem Sohn entgegen, Wewurz kehit, das Schicksal will seinen Lauf. Nun aber wird mich mein einziges Kind mit dem Schwert schlagen, mit der Klinge treffen, oder ich werde ihm zum Mörder werden. Dann, erzählt die Geschichte weiter, gingen sie gegeneinander, die besteinten Schildränder erklangen, sie hieben rasend auf die weißen Schilde, bis ihnen das Lindenholz zerhackt war, von den Schneiden zerfetzt. Auf dem Höhepunkt des Kampfgetümmels bricht die Überlieferung ab. Erschlug der Vater den Sohn oder der Sohn den Vater? An einen friedlichen Ausgang mag niemand glauben. Das Hildebrandslied ist die älteste Heldenerzählung in germanischer Sprache. Die Stirnplatte eines Helmes. Durch die Aussparungen unten starrten einst die Augen König Agilulfs. Wie ein römischer Kaiser erhebt er die Hand. Zwei Männer mit einer Krone kommen von rechts auf ihn zu. Es sind Langobarden, vielleicht Herzöge oder Heerführer, die von den Städten aus das Land beherrschten und Agilulf als ihren König anerkannten. Von links nähern sich dem König zwei Männer ohne Bart, Vertreter der unterworfenen romanischen Bevölkerung. Auch sie huldigen dem König. Wie auf dieser Helmplatte blieben Langobarden und Romanen in Italien eigenständige Völker. Die Eroberer lebten nach eigenem Recht und nach den alten Sitten. Noch heute tragen die Nachfahren Agilulfs stolz ihre alten langobardischen Namen. Einige Germanen waren fasziniert vom christlichen Glauben, dieser überlegenen Religion des Kaisers in Konstantinopel. Sie ließen sich taufen
und wollten Gotteshäuser errichten. Aber es fehlte ihnen an technischem Können. So befahlen sie einheimischen Meistern, Kirchen zu bauen, wie diese kleine Bethalle in Cividale, Oberitalien. Aber auch germanische Künstler erhielten Aufträge. Um diesen Altar heilskräftig zu machen, ritzte ein Langobarde christliche Bilder hinein. Er verwendete eine antike Vorlage. Christus hält im Hoheitsgestus die rechte Hand vor die Brust, aber die Innenfläche der Hand ist nach außen verdreht, anatomisch ganz unmöglich. Es war dem Künstler wichtiger, eine verborgene, geheime Wahrheit darzustellen. Ein Engel schwebt über den drei Königen aus dem Morgenlande, die Maria und dem Jesuskind Geschenke darbringen. Der Künstler verlieh seinen Gestalten magischen Ausdruck. Diese wilde und fantasievolle Kunst war bald in ganz Europa gefragt, auch bei den Feinden der Langobarden, einem anderen Germanenvolk im Norden. Die Franken sollten halb Europa erobern. Plündernd und mordend zogen sie über das Gebiet des Römischen Reiches. Beute galt ihnen alles. Sogar im Tode begleitete diesen Haudegen das Geld. Mit der Münze im Gebiss wollte er den Wächter der Unterwelt bestechen. Auch die Franken gerieten in den Sog des oströmischen Kaiserreiches. Dieser Helm eines fränkischen Fürsten war aus dem Osten importiert worden. Man sieht es an den Schuppen. Die Franken lernten, wie man Glas herstellen konnte. Sie gaben ihren Verstorbenen mit Wasser oder Wein gefüllte Gläser ins Grab als Stärkung für das Leben im Jenseits. In 4 Jahrhunderten breiteten sich die Franken über das alte römische Gallien aus. Auf dem Boden Galliens verschmolzen die germanische und die römische Kultur. Es entstand eine neue Ordnung, die mittelalterliche Welt. König Chlodwig besiegte den letzten römischen Statthalter in Gallien und dann hockte er sich halb nackt und unbewaffnet vor einen katholischen Bischof. Der König empfing die Taufe. Chlodwig nahm die Religion der Unterworfenen an. Aus Erfahrung wusste der Franke, die Kirchenmänner in Gallien hatten fast alles, was den Franken noch fehlte. Das Wissen und das Können der zerfallenden römischen Welt. Und vor allem, die Bischöfe hatten Einfluss auf die Menschen in den besetzten Gebieten. In der Mittelmeerstadt Albenga ist eine kleine Taufkapelle aus frühchristlicher Zeit erhalten geblieben. Achtlos gehen Touristen an ihr vorbei. Sie wirkt unscheinbar. Die Mitte des Raumes nehmen Reste eines großen Taufbeckens ein. An einem Orte wie diesem wurde König Chlodwig, der Wodan verehrt hatte, Christ. Gleich ihm stiegen nacheinander 3000 seiner alten Kampfgefährten ins geweihte Wasser, die gesamte fränkische Oberschicht. Und dann unterstellten sie die Kirche ihrem Reich. Im Herzen blieben die Franken Heiden. Mancher getaufte Fürst verzichtete nicht einmal im Grabe auf seine Kriegsausrüstung. Die Stirnplatte dieses Helmes besteht aus reinem Gold. Den unteren Rand zieren Weinstöcke mit Reben. Sie weisen auf das Abendmahl, das Jesus von Nazareth mit seinen Jüngern eingenommen hatte. Über der Stirn 2 Kreuze. Das christliche Symbol wurde genau dort eingeritzt, wo früher heidnische Zeichen angebracht waren.
Was aus der fränkischen Kultur überliefert ist, atmet den Geist einer rohen und unfertigen Welt. Die Franken konnten sich vom alten Heidentum nicht lösen und die neue Religion nicht vollständig verstehen. Auf einer Grabplatte ritzten sie zu beiden Seiten des Kreuzes magische Linien ein. Von der christlichen Botschaft allein waren sie noch lange nicht überzeugt. Dieser Mann ließ sich auf seinem Grabstein als Krieger darstellen. Feldflasche und Schwert gelangen ins Reich der Toten. Zum Zeichen für ungebrochene Lebenskraft kämmt er sich die Haare. Schlangen, heidnische Symbole für verwandte Seelen, begrüßen ihn im Jenseits. Und doch war der Franke auch Christ. Auf der Rückseite des Steines erhebt sich über der Unterwelt ein Mann mit einem Speer in der Rechten. Sein Haupt umkränzen Lichtstrahlen. Es ist die älteste germanische Darstellung des Jesus von Nazareth. Urwälder bedeckten die Mitte Europas in fränkischer Zeit. Wege und Straßen führten durch dichte Wälder, in denen man sich verirrte. Bären hausten in finsteren Höhlen, Wölfe streiften durchs Unterholz. Aber der Wald gab auch Nahrung. Überall wuchsen Nüsse, Kräuter, Wurzeln und Pilze. Bienen lieferten Honig, den einzigen Süßstoff. Die Menschen bedienten sich geheimnisvoller Kräfte der Natur. Schwangere trugen Bärenklauen um den Hals, davon wurde das Kind stark. Unter einer Buche wurde man nicht vom Blitz getroffen. Und wenn Spinnenweben häufig auftraten, war mit einer schlimmen Seuche zu rechnen. Die Natur war voller Zeichen und Wunder. Ein Wesen, das lebte. Wollte ein Holzfäller Linden niederschlagen, musste er sich vorher bei den Bäumen entschuldigen. Fast alle Menschen lebten auf dem Land. Sie rodeten den Wald, um Siedlungsflächen zu gewinnen. Die größten Ländereien gehörten dem König. Der König vergab weite Gebiete als Lehen an seine adligen Gefolgsleute. Die Adligen verliehen das Land weiter an kleinere Bauern und erhielten dafür einen Teil der Ernte. Diese mittelalterliche Ordnung blieb jahrhundertelang bestehen. Die einfachen Häuser aus Lehm oder Holz waren mit Stroh gedeckt und hielten nicht sehr lange. Menschen und Tiere lebten unter dem Dach in einem einzigen großen, dunklen Raum. Im Berliner Museumsdorf Düppel ist eine Siedlung aus dem Mittelalter nachgebildet worden. Wie hart der wirkliche Alltag der Bauern gewesen ist, lässt sich kaum nachempfinden. Alltag, das war der Kampf um die nackte Existenz. Die wichtigsten Arbeitsmittel waren Zugtiere, meist Ochsen und ein Pflug aus Holz. Nur lockere Böden konnten die Bauern auf diese Weise beackern. Wie mit einem Haken wurde die Krume oberflächlich aufgerissen und danach das Korn ausgestreut. Wenn die Bauern ein Korn Getreide säten, konnten sie auf 2 bis 3 Körner Ertrag hoffen. Häufig aber war das Frühjahr zu feucht oder der Sommer zu trocken. Die Ernte fiel aus. Dann trieb pure Verzweiflung die Hungernden sogar zum Äußersten. Ein Chronist schreibt: Menschen aßen Menschen, Brüder ihre Brüder, Mütter ihre Kinder. Die Natur spendet Leben und vernichtet es. Sie ist eine Göttin und sie versteht nur die Sprache des Zaubers und der Beschwörung.
Das war das einfache Weltbild der Menschen auf dem Lande. Eines Tages wagte sich ein Mönch aus England in die germanischen Wälder am Rande des Frankenreiches, Bonifatius. Er wollte den Aberglauben vertreiben und der christlichen Vernunft zum Siege verhelfen. Mönche und Priester gab es bereits, aber Bonifatius hielt nichts von diesen Gestalten, die den Heiden ähnlicher waren als den Christen. Diese Priester schlugen das Kreuz über heidnisches Opferfleisch und meinten, nun dürften sie es verzehren. Bonifatius wusste, dass es Diakone gab, die sich gleich mit 5 Beischläferinnen im Bett vergnügten. Wie sollten diese Männer in der Lage sein, den Heiden das Evangelium zu predigen? Ein Freund hatte Bonifatius noch in England geraten, diskutiere mit den Heiden und frage sie, warum besitzen Christen Länder mit Überfluss, aber Heiden nur dürftige Regionen? Aber Bonifatius diskutierte nicht. Die Heiden riefen Dona an unter den Ästen heiliger Bäume. In einem westfälischen Dorf wächst wohl die einzige Eiche in Deutschland, die vor der Einführung des Christentums gepflanzt worden ist und bis heute gepflegt wird. Bonifatius ließ Eichen wie diese niederhauen und aus dem Holz Kirchen errichten. Die Heiden schimpften. Sie waren sicher, Dona würde sich rächen. Aber Dona vergaß, seine Blitze auf den Frevler zu schleudern. Und so wurden die Bauern nachdenklich. Hatten die alten Götter ihre Kraft verloren? War der Mönch aus England stärker? Manch einer schlug sich auf die Seite des christlichen Gottes, vorsichtshalber. Die Heiden kamen zur Taufe. Vielleicht hatte Bonifatius ihnen zur Belohnung ein Hemd versprochen. Einer seiner Vorgänger war damit erfolgreich gewesen. Das Taufen wollte kein Ende nehmen, bis der Missionar den Betrug bemerkte. Die eben Getauften hatten sich immer wieder in die Warteschlange gestellt, um noch mehr Hemden zu ergattern. Der Papst befahl dem Engländer, die Kirche im Frankenreich und in den angrenzenden Gebieten gründlich zu reformieren. Bonifatius reiste in die alten Römersiedlungen an der Donau und gründete neue Diözesen, Regensburg, Passau, Salzburg und Freising. In seinem engeren Missionsgebiet und südlich davon schuf er die Bistümer Eichstätt, Würzburg, Bürerburg und Erfurt. Nun ließ er weitere Kirchen errichten. Auf einem römischen Feld bei Augsburg entstand im 8. Jahrhundert ein erstes kleines Gotteshaus. Später wurde es mehrfach erneuert und vergrößert. Viele Generationen gestalteten das Gebäude nach ihrem Geschmack. Bonifatius starb im Jahre 754. Seine Kirchen stehen noch heute. Im selben Jahr 754 reist der Herrscher über das Frankenreich, Pippin, zum Papst nach Rom. Der Papst soll helfen, denn Pippins Königtum hat einen Makel. Es fehlt, was jeder germanische König braucht, das Heil. Diese besondere Kraft vererbt sich nur in der Königssippe. Jeder deutsche Herrscher nennt sich später König von Gottes Gnaden. Das neue Königsheil vererbte Pippin auf seinen Sohn. Karl übernahm das Reich seines Vaters und trat zunächst als größter Heerführer seiner Zeit hervor. Mehrere Feldzüge galten den Bretonen an der Atlantikküste und den Basken im Pyrenäengebiet. Diese Völker wurden in lockerer Abhängigkeit gehalten. Dann unterwarf Karl das Langobardenreich in Italien. Auch der Kirchenstaat zwischen Mittelmeer und Adria war von den Franken abhängig. Zug um Zug griff Karl nach Osten aus. Die Bayern wurden endgültig dem Frankenreich einverleibt. Im heutigen Niederösterreich und Kärnten lebten damals Slawen.
Sie waren von Bayern aus christianisiert worden und fügten sich selbst dem Frankenreich ein. In einem grauenerregenden Eroberungszug vernichteten die Franken den Staat der Awaren. Im Norden dauerte der Krieg gegen Slawen und vor allem gegen die Sachsen an der Unterelbe länger. Von allen Feinden leisteten die Sachsen den härtesten Widerstand. Adlige verschiedener Sachsenstämme schlossen sich zusammen und bauten Burgen gegen die fränkischen Angriffe. Noch nie seit römischer Zeit hatten sich feindliche Soldaten in ihre Wälder gewagt. Dann aber, nach 30 Jahren Krieg, zwang Karl die Sachsen mit unbeschreiblicher Gewalt in die Knie. Sie mussten sich taufen lassen und Abgaben zahlen. Aber sie behielten ihre Stammesrechte und blieben ein Volk. Karl verbrachte die Hälfte seines Lebens im Sattel. Auf dem Rücken des Pferdes gewann er halb Europa. Und dies waren seine Soldaten. Jedes Jahr im Mai versammelte er einige tausend Kämpfer zu Fuß und mehrere hundert schwere Panzerreiter, hochgerüstete Krieger mit gewaltiger Kampfkraft. Die Kosten waren enorm. Ein Reitpferd und die Ausrüstung entsprachen dem Gegenwert von 20 Kühen. Dazu kamen Ersatzpferde und Verpflegung für 3 Monate. Der König selbst bezahlte nichts für seine Truppe. Die reichen Grundherren im Lande mussten für alles aufkommen. Einfache Bauern schlossen sich zusammen und stellten aus ihrer Mitte einen gepanzerten Kämpfer. Wer sollt, gab es nicht. Der Lohn war die Beute im Feindesland. Die großen Landbesitzer wurden dadurch noch größer. Für ihr Seelenheil stifteten sie Kirchen. Dann ließen sie die Kirchenwände mit Bildern bemalen, zur Erinnerung an ihre fromme Tat. Einige wenige Familien hatten bald die wirkliche Macht in ihren Händen. Als Grundherren sprachen sie Recht im Auftrag des Königs. Nur ihm mussten sie gehorchen. Die Wohlfahrt des Reiches insgesamt interessierte sie nicht. Daher war der fränkische Staat nur so gut wie der Mann an der Spitze, der König. Ein Porträt Karls gibt es nicht. Das Hauptsiegel des Königs zeigt das Bild eines römischen Philosophen. Siegel sollten die Echtheit einer Urkunde beglaubigen. Es war unwichtig, wessen Bild sie trugen. Karl benutzte für sein Siegel einen antiken Edelstein mit einem Kopfbildnis. In heißes Siegelwachs gepresst, bildete der Stein ein fein modelliertes Bild von einer Qualität ab, die fränkische Künstler nicht bieten konnten. Noch nicht. Aber dann entschloss sich Karl, seine Künstler zu fördern. Karl ließ in Aachen eine Residenz errichten, ein steinernes Mahl, dessen Wucht ganz Europa in Erstaunen versetzte. Die Kirche seines Palastes ist noch erhalten. Ein Franke entwarf den Plan, ein Franke überwachte den Bau. Die Großen des Reiches erschauerten vor dem Wunderwerk der mächtigen Bronzetür, Löwenköpfe als Türgriffe. Karl hatte Sinn für Symbole. Überwältigend sollte sein Palast wirken und von der Kraft des Bauherrn künden. Karl benutzte Kultur, um zu herrschen. Aachen zog die berühmten Gelehrten Europas an. Hier bot sich ein sorgenfreies Leben. Sie speisten zu arabischer Musik an der silbernen Tafel des Königs. Der Wein war vom Feinsten, die Unterhaltung höfisch. Und es gab viel Arbeit. Die Hofgelehrten unterrichteten. Alle höheren Geistlichen des Reiches kamen zu ihnen nach Aachen, um Schreiben und Lesen zu lernen und um das Evangelium in richtiger Weise verkünden zu können. So wollte es König Karl. Die Schrift aus uralter Frankenzeit, unförmige, abenteuerlich geschwungene Zeichen, ein chaotisches Durcheinander von Linien,
die wohl nur der Verfasser selbst entziffern konnte. Der König glaubte, dass durch verunstaltete Form ein falscher Sinn übertragen würde. War es denkbar, dass dieses Gekrakel Gottes Wort übermitteln könnte? Karl schaffte Ordnung. Die alte römische Schrift kam wieder zur Geltung und mit ihr die Sprache der Römer. Reines, gutes Latein war bei den antiken Autoren zu finden, die das Christentum noch nicht kannten. An ihren heidnischen Werken lernten die germanischen Geistlichen mühsam die Sprache der Bibel. Und mit dem Erlernen der fremden Sprache warfen sie tiefe Blicke in das Leben des alten Rom. Ernst und leidenschaftlich lasen und kopierten die Kirchenmänner im Karlsreich antike Dramen und Heldenlieder. Amüsiert schrieben sie wieder und wieder Komödien und Liebesgedichte ab. So verinnerlichten die Germanen, ohne es selbst recht zu bemerken, die geistige Unruhe der antiken Autoren. In diesen Mönchen blühte für kurze Zeit die alte Kultur des Südens wieder auf. Bald schufen sie selbst hervorragende Kunstwerke. Der Apostel Johannes hatte ein antikes Philosophenporträt zur Vorlage, gemalt auf die Wand eines römischen Theaters. Schwungvoll und mit sicherer Hand brachte der Maler seinen Apostel aufs Pergament. Plastisch formt sich das Knie durch den ausladenden Mantel. Ein römischer Meister hätte seine Freude an diesem herrlichen Bild gehabt. Die Füße des Evangelisten Matthäus tragen römisches Schuhwerk. Aber dieser karolingische Künstler sah seine antike Vorlage mit neuem Blick. Er hält den aufregenden Augenblick fest, in dem Matthäus die christliche Botschaft niederschreibt. In großer Erregung wirft der Maler mit zuckendem Pinsel verschlungene Linien hin. Wie züngelnde Flammen schießen die Haare aus dem Haupt des Evangelisten. Mit hervorquellenden Augen schaut er die göttliche Wahrheit. Die frohe Botschaft hat sich ihm mitgeteilt und nun entströmt seiner Feder das Wort Gottes. Der Künstler malte mit Leidenschaft. Der Glanz von Wissenschaft und Dichtung, Malerei und Architektur strahlte aus in die Klöster der Provinz. Erhalten ist wenig. Das Eingangstor zur Abtei Lorsch war von langobardischen Meistern errichtet worden. Die Äbte konnten sich Repräsentation leisten, sie gehörten zu den größten Grundbesitzern des Reiches. Später verfiel die Anlage, die Wohngebäude wurden zerstört. Und wie lebten die Mönche? Ein Geistlicher aus St. Gallen entwarf den Grundriss des idealen Klosters, einen Musterplan, der noch jahrhundertelang gültig war. Im Zentrum steht die Kirche. Südlich davon die Wohnräume der Mönche. Um die Kirche und den Wohnbereich reihen sich alle Anlagen, die zur Versorgung des Klosters notwendig sind. Der Gemüsegarten mit Gänse- und Hühnerzwinger, die Wirtschaftsgebäude mit Scheunen und Werkstätten, Stallungen für Schafe, Ziegen, Schweine, Rinder und Pferde, das Gästehaus, die Schule und das Abthaus. Das Hospital in der ruhigsten Ecke des Klosters. Auf dem Friedhof stehen ausgesuchte Obstbäume. Das Kloster als Ganzes ist eine kleine, sich selbst versorgende Stadt. Jede Einzelheit hat der Zeichner genau eingetragen. Der Schlafraum, kleine Rechtecke markieren einzelne Betten. 72 Mönche finden hier ihre Nachtruhe. Ein Teil dieses Gebäudes kann beheizt werden. Der Kamin hebt sich deutlich vom Schlafraum ab. Von hier aus streicht die warme Luft unter dem Fußboden entlang zum Schornstein weiter südlich. Aus alten Römerbüchern haben die Mönche gelernt, wie eine Fußbodenheizung funktioniert. Durch einen verwinkelten Gang gelangen sie zum Abort. Auf dem stillen Örtchen herrscht lebhaftes Kommen und Gehen. 9 Mönche aufeinander aufgereiht auf der Latrine Platz. Nachts
spendet ein Öllämpchen trübes Licht. Ihre Mahlzeiten nehmen Sie im Refektorium, dem Speisesaal, ein. Reiche Herren, die dem Kloster Land geschenkt haben, dürfen mit den Mönchen gemeinsam speisen. Aber sie müssen an einem Extratisch sitzen. Essen ist eine Kulthandlung. Niemand spricht, mit einer Ausnahme. An einem Pult zitiert der Vorleser aus den Ordensregeln des heiligen Benedikt, während sich die Mönche an selbstgebackenem Brot und frisch geschöpftem Bier laben. Der Vorratskeller ist bis an den Rand gefüllt, in den riesigen Tonnen lagert Wein. Die Mönche trinken ihn täglich, beim Gottesdienst. In der Kirche vor dem Hochaltar zelebrieren sie die Messe. Dies ist der heiligste Bereich des Klosters. Südlich davon die Sakristei mit den liturgischen Gewändern und Kelchen. Auf der anderen Seite liegt die Schreibstube mit den kostbaren Büchern. Hier wird das Wissen der antiken Kultur aufbewahrt. Wenn der Leiter des Klosters sein Studium beendet, stellt er die heiligen Schriften in die Regale des Bücherschrankes zurück, verwahrt das Tintenfass an sicherem Ort und zieht die Reitstiefel an. Er bindet sein Schwert um und folgt dem Aufruf des Königs zum Kriegszug. Äbte sind Heerführer. Sie kämpfen für das Christentum und stärken ihren König. Karl ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Halb Europa hat sich ihm unterworfen. Schon nennen ihn seine Berater Oberhaupt aller Christen. Der König lässt seinen Thron in die Aachener Palastkapelle stellen. Am Weihnachtstage des Jahres 800 wird der Franke in Rom vom Papst sogar zum Kaiser gekrönt. Unverzüglich lässt Karl im ganzen Reich eine neue Münze mit seinem Bildnis verbreiten. Es gibt ein Vorbild für den Kopf, die Hauptmünze des alten römischen Kaisers Konstantin. Der Franke hält sich für einen zweiten Konstantin und für den Erneuerer des christlichen römischen Reiches. Allein der Schnurrbart ist germanisch. Karl selbst hat ihn angeordnet. Der römische Kaiser bleibt doch ein Germane. Und wie ein germanischer Großbauer befiehlt er im Falle seines Todes, das Reich wie einen Hof unter seine Söhne aufzuteilen. Am 28. Januar 814 stirbt Kaiser Karl. Die Nachkommen erben, das Reich zerfällt. Neue Völker überziehen Europa mit Krieg. Ein Mönch klagt, Romanen, Franken und die ganze Christenheit sind tief im Gram, von Elend bedrückt, wehe uns Jammernden. Es klagt der Erdkreis um den Tod des Herrschers Karl, wehe uns Jammernden. Jahre nach Karls Tod formte ein fränkischer Künstler ein kleines Erinnerungsbild. Reste nur blieben erhalten. Das Pferd ist Ersatz, viel zu klein für den massigen Reiter. Manche Blessuren trug die Figur im Laufe der Jahrhunderte davon. Das Zepter in der rechten Hand ist weggebrochen, die ursprüngliche Vergoldung abgeplatzt. Die hoheitliche Ausstrahlung ging nicht verloren.
Dieser König hatte mit Gewalt und Klugheit Germanentum, Römertum und Christentum zu einer Einheit geschmiedet und damit das Abendland begründet. Ob die einfachen Menschen unter seiner Herrschaft besser lebten als vorher? Nicht die Bauern riefen ihm zu, Karl der Große, sondern die Männer der Kirche.